Stimmung in der Elektronikfertigungsbranche ist ausgezeichnet. Der Elektronikmarkt wächst. Der VDMA geht für 2017 von einem über 10-prozentigen Umsatzwachstum aus. Dementsprechend ist die Stimmung unter den Ausstellern gut, die Vorfreude auf die Produktronika groß und alle gehen auch von einem nachhaltigen Wachstum weiterhin aus, da ja die Relevanz der Elektronikfertigung für viele Branchen immer weiter zunimmt. Der Elektronikfertigungsbranche geht es aktuell ausgezeichnet. Die Auftragsbücher sind voll. Die Nachfrage der Kunden ist sehr groß, beispielsweise aus dem Bereich Automobilindustrie, Medizintechnik weltweit, die Nachfrage aus Asien. Die Firmen stocken ihre Belegschaften auf und sehen sehr rosig in die Zukunft derzeit. Insbesondere in der Medizinelektronik und im Bereich Automotive tut sich derzeit einiges. Das Fraunhofer-Institut zeigt beispielsweise biologisch abbaubare Elektronik. Das könnte eine bahnbrechende Innovation für die Medizin sein. Darüber hinaus zeigen zahlreiche Aussteller großartige Innovationen auf ihren Ständen. Im Zuge von Digitalisierung und Industrie 4.0 sind die Innovationszyklen auch in der Elektronikfertigungsbranche mittlerweile sehr kurz. Und um mal dies hautnah zu erleben, ist die Produktronika ein idealer Treffpunkt für Teilnehmer aus aller Welt. Die Produktronika ist sehr wichtig für die Branche. Sie ist das Schaufenster dessen, was möglich ist. Also auf der Produktronika in Europa werden mehr Innovationen und Neuerungen vorgestellt als irgendwo anders auf der Welt. Hier kommt das meiste zusammen, hier sind die innovativsten Aussteller. Wir dürfen dieses Jahr 1200 Aussteller aus 42 Ländern auf der Produktronika begrüßen. Die Messe findet in 7 Hallen statt und der Anteil der internationalen Aussteller liegt mittlerweile schon bei 48%. Gemeinsam mit den 11 internationalen Gemeinschaftsständen zeigt dies, wie international die Veranstaltung ist. Zudem findet in Halle B1 erstmalig die Semicon Europa parallel zur Produktronika statt. Die Semicon Europa ist eine wichtige Plattform für die Halbleiterindustrie und wir freuen uns sehr, dass wir diese Partnerschaft haben eingehen können. Und München wird dadurch mehr als bisher schon zum Hotspot der weltweiten Elektronikindustrie.